Was hast du denn jetzt über dieses Motiv des Täters herausfinden können? Es soll sich um Eifersucht gehandelt haben. Es lässt sich unter dem Titel Eifersucht subsumieren. Das ist eine, wie jede Tat, gibt es eine längere Vorgeschichte, mhm, die ich auch gestern schon ein bisschen angekündigt habe. Das Paar hat sich vor circa einem Jahr getrennt. Es gibt eine gemeinsame Tochter. Er ist nach Linz gezogen, sie ist in der Wohnung verblieben. Und es gab damals eine Beraterin, die der Frau gesagt hat, sie soll sich doch von ihrem Typen trennen, weil der tut ihr nicht gut und der hilft nicht und das ist ein Nichtsnutz. Das war wirklich damals so ungefähr der Wortlaut. Mhm. Und dieser Mann, eben der jetzt Verdächtige, es dürfte ein Versehen passiert sein. Die Frau in Favoriten hat einen neuen Mann gedatet. Jetzt nach einem Jahr, es kann ja vorkommen, und hat eine SMS verschickt, ja, leider an die falsche Handyadresse. Das heißt, das SMS ist bei ihrem Ex-Mann angekommen, der hat gemerkt, ui, da ist was los. Er selbst hat noch nicht abgeschlossen mit der ganzen Sache, hätte vielleicht auch nie damit abgeschlossen. Mhm. Und ist nach Wien, um quasi mit ihr darüber zu reden, was denn da los ist. Ja. Und das war dann an diesem Montag, wo er nach Wien gekommen ist? Ja, genau. Und da ist er quasi zu ihr in die Wohnung und hat sie mal auf dieses SMS sagen, was da eigentlich los ist. Und im Zuge dieses Gesprächs dürfte sie ihm halt dann einmal gesagt haben, was Sache ist, dass sie ihn nicht mehr sehen möchte, dass sie einen neuen Mann kennengelernt hat. Und daraufhin ist er, wie es einfach so traurig heißt, auszuckt und ist, mhm, in die Küche und hat das Nudelholz geholt und hat dann gleich auch gewartet, bis die damalige Beraterin, die eben diese Caritas-Mitarbeiterin, die in der Nähe wohnt und eine gute Freundin ist, seiner Ex-Frau, wie so oft zum Mittagessen gekommen ist und die kam quasi, hat angeläutet und das hat leider nicht die Freundin aufgemacht, sondern er. Also das war dann das zweite Mordopfer, mhm, diese Frau, die eigentlich nur Gutes tun wollte, die Frau unterstützt hat und dann so ein tragisches Ende. Es ist wirklich wie aus einem Kriminalfilm. Ja, es ging dann natürlich weiter, weil damit war er noch immer nicht abgeschlossen. Er hat halt sich währenddessen dann weiter betrunken, was dann quasi dem dritten potenziellen Opfer eigentlich das Leben gerettet hat. Weil er hat natürlich auch gewusst, wem die SMS gegolten hat und hat diesem Mann, also den Nebenbuhler in seinen Augen, eine SMS geschickt und hat sich mit ihm verabredet auf der Straße draußen, mhm, im Hof und ist dann, haben sich auch getroffen und währenddessen war er aber schon so betrunken, dass er auf dem Weg dorthin zu dem Treffen mehrere Passanten erzählt hat, dass er gerade eine Frau umgebracht hat und dann hat er noch dazu ihn auch mit dem Messer auch bedroht, war aber zu betrunken, um noch irgendwas anzurichten. Der konnte dann flüchten und das wäre eigentlich als versuchten Mord noch zu werten. Mhm. Und diese drei Sachen gibt dazu. Das Wort Eifersucht nimmt er nicht in den Mund, passt nicht zu ihm, ist nicht in seinem Wortschatz. Konnte der Dolmetscher nicht übersetzen, kann ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber wenn ich mir die ganze Reihenfolge und den Ablauf der Ereignisse anschaue, dann ist es einfach ein gekränkter Stolz. Nicht zugeben von Verlust und von in seinen Augen von Besitz, nämlich seiner Familie, die er nicht mehr hatte. Und das hat offensichtlich bei ihm gereicht, dass er da jetzt den Ausschalter gedrückt hat. Mhm. Also wirklich auch sehr gut recherchiert, dass diese ganzen Informationen da jetzt ans Tageslicht gekommen sind. Er hat jetzt ein offizielles Geständnis abgelegt, ja, heute an diesem Tag. Ja, im Laufe des Verhörs von gestern auf heute mit einem Dolmetscher hat er halt quasi das so nach und nach peu à peu erzählt. Ich meine, das Eifersucht war halt einfach das Wort, das hat ihm alles anzipft. Ja. Das ist vielleicht das Wort, was da passt, irgendwie, was auf Wienerisch mal versteht. Das sind ja die bekannten Muster auch bei diesen Fällen, die man eigentlich nur unter Eifersucht subsumieren kann. Aber wie du sagst, es kann auch durchaus sein, dass es dieses Wort in seinem Wortschatz nicht gibt. Nein, aber das hat ihm anzipft, es ist ihm alles da vorbeigegangen und er wollte da einfach einmal Klarheit schaffen. Und kam aber dann mit seiner Botschaft, dass sie vermutlich zurück wollte, seine Frau oder Kontakt wollte zu seinem Kind, ist er nicht durchgekommen und daraufhin hat er einfach einen Schlussstrich gezogen. Das ist halt einfach diese gekränkte Ehre, gekränkter Stolz, Mannesverlust, also Verlust von seiner Männlichkeit, also was man alles so an diesen Femiziden halt einfach so sieht, das zu diesen Taten führt. Und dann hat auch noch ein weiteres Opfer quasi mit dem Leben dafür bezahlt, weil die eigentlich noch helfen wollte. Also das ist schon
kann man dann, sieht man dann auch schon wieder so eine Art Blutrausch und dann, aber dann hat er sich einfach, wie gesagt, so betrunken, dass er das, dass er den Amoklauf nicht fortsetzen konnte. Und wie war das dann? Also er hat diesen Nebenbuhler unter Anführungszeichen bedroht, er konnte fliehen, er war dann auf der Straße betrunken und dann hat irgendjemand die Polizei gehüllt? Ja, jetzt haben dann mittlerweile mehrere Leute die Polizei angerufen, nämlich die Zeugen, denen er zuerst einmal erzählt hat, was er gerade gemacht hat, und als auch der bedrohte Afrikaner, dieser Nebenbuhler, haben alle die Polizei angerufen. Die kamen dann vor Ort und ging dann mit ihm zu der Wohnung, um nachzuschauen, ob das wirklich alles so stimmt, was er gesagt hat. Weil es hätte ja natürlich auch alles eine Fantasterei im Suff gewesen sein können. Das weiß man ja da in dem Augenblick nicht. Aber leider haben die Beamten dann die zwei Leichen in der Wohnung gefunden. Was weiß man jetzt über den Gesundheitszustand? Gestern hat es ja geheißen, der Mann hat eine Psychose, zusätzlich war er betrunken. Gibt es da irgendwelche neuen Informationen? Ich persönlich tue mir immer schwer, weil immer, wenn wir keine Erklärung finden, dann heißt es Psychose. Ja, also das, wenn man etwas nicht einordnen kann, aber an und für sich schon weiß, was es bedeutet, ja, dann kommt immer das Wort Psychose. Ja. Es ist einfach ein Mann, der eine Frau umgebracht hat, aus allzu bekannten Motiven. Und ob das jetzt eine psychische zusätzliche Komponente hat oder ob er das eiskalt geplant hat, das ist ja unerheblich. Es sind zwei Menschen tot. Ja. Und er hat das gemacht. Was dann mit ihm passiert ist, das wird dann unsere Justiz entscheiden, ob er in eine Anstalt für geistige Aufnahme Rechtsbrecher kommt oder in eine normale Haftstrafe. Das werden wir dann sehen. Aber es ist im Grunde genommen eigentlich auch für die Hinterbliebenen, für die Tochter, wo man auch schauen muss, für die Vierjährige, wie geht es jetzt weiter mit dem Mädchen? Haben sich da schon Verwandte? Hat man da schon Verwandte ausfindig? Also wenn ich das nichts durcheinander bringe, aber das ist wirklich jetzt auch zwischen Tür und Angel noch schnell gesagt. Also fix ist jetzt einmal bei der Fürsorge, also beim Magistrat, die kümmert sich, wir sind in einer Einrichtung, in der Betreuten. Es soll angeblich, glaube ich, einen Onkel geben, der aus Skandinavien kommt, der jetzt sich um das Kind kümmert. Was dann fürs Kindeswohl getan wird und was auch erlaubt wird quasi von den Behörden, was der Kleinen, der wichtigste Schritt ist, dass sie da doch noch ein einigermaßen statt oder einigermaßen ein geordnetes Leben bekommt, das wird zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig. Ich glaube, es gibt eine herzkranke Mutter, aber das in Afrika, aber das sind so Gerüchte, die jetzt momentan rumschwirren. Es ist immer noch, hinter jeder Tragödie stecken noch mehrere Tragödien, das muss man sich immer vor Augen halten, dass wenn Menschen zu Tode kommen, dass es Hinterbliebene gibt und Familien gibt, die wirklich leiden nachher. Wie gesagt, das einzig Positive, wenn man das überhaupt sagen kann an der Geschichte, ist, dass das Mädchen nicht in der Wohnung war, das nicht mitgesehen hat, dann das hätte sicherlich irgendwie unter Bewusstsein wahrscheinlich verblieben und Probleme gemacht. Ja, aber ihr fehlt die Mutter, die ist weg. Das ist natürlich eine Tragödie. Ja. Vielleicht auch noch kurz ein Wort zu diesem Behördenversagen, das immer wieder angesprochen wird. Du hast ja selbst recherchiert, auch was die Anzeigen betrifft, die dieser Mann vorher immer wieder hatte, wo die dann eingestellt wurden, die Verfahren. Siehst du das auch als Behördenversagen? Ja, das wird eine Evaluierung zeigen. Es ist im Momentan, es gibt zwei Ansatzpunkte, die einen sagen, es ist ein Behördenversagen, eher vom Innenministerium, die sagen irgendwie, ja, okay, die Justiz könnte da härter durchgreifen und auch schon gesonderte Verfahren machen für Leute, die so erheblich mit dem Gesetz in Konflikt kommen, ohne dass sie verurteilt wurden. Weil Faktum ist im gegenständigen Fall, es gibt drei Vergewaltigungsverdachtsfälle, zwei sind eingestellt worden und einer läuft aktuell. Kann man sagen, wartet man ab, was kommt raus, und dann gibt es auch ein Asylentzugsverfahren. Gibt aber andere Stimmen, die sagen, das könnte man schon vorher machen, wenn der Verdacht so massiv ist. Gerade bei einer Häufung so viel Anzeigen. Ja, so vielen Anzeigen liegt natürlich im Verdacht, dass da ein Serientäter vielleicht da ist. Vielleicht kommt mir doch jetzt noch mehr bekannt.